Herzlich willkommen zu Wave und eurer ersten Online-Stunde. Mein Name ist Marc Rode und ich bin euer Coach für die nächsten 8 Wochen. Wir beginnen auch gleich mit der ersten Session. Das sind 30 Minuten, in denen ich dich jetzt begleite. Da geht es erstmal um die Mobilität, die Aktivierung deines Systems. Und dann fangen wir an, langsam die Herzbelastung zu steigern, kardiologisch zu trainieren, damit deine Herzleistung verbessert wird. Und danach kräftigen wir Beine, Rumpf und auch den Oberkörper mit verschiedenen Bewegungen und Übungen. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns beginnen. Beide Beine sind gebeugt, Oberkörper ist aufgerichtet, Bauchmuskulatur ist ein bisschen angespannt. Beide Handflächen zeigen zum Himmel, Blick zu deiner linken Hand und zu deiner rechten. Dabei rotieren deine Arme von vorne nach hinten. Und du spürst eine leichte Dehnung hinten in deinem Nacken. Schieb die Fingerspitzen zueinander. Ziel ist es hier nicht, die Finger sofort zu berühren, sondern den Oberkörper aufrecht zu lassen, mit den Armen den Kopf auszuweichen. Und eine letzte Bewegung. Halt die Position. An dieser Stelle bring Schulterblätter und Ellbogen hinter den Körper. Wenn diese Handposition zu anspruchsvoll ist für den Anfang und sich das nicht gut anfühlt, greif die Hände übereinander und führ dieselbe Bewegung aus. Aktivier die Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule, kommt dazu. Blick zum Bauchnabel, Blick zum Horizont. Führ die Arme hoch, komm tief. Führ die Arme hoch, komm tief. Gib ein bisschen mehr Gas. Okay, für eine kleine Boxfaust vom Körper. Hier ist ja weiter nach oben, genau in meine Richtung. Nicht boxen, eher drücken. Stell dir vor, du drückst eine schwere Tür nach vorne zu und gleichzeitig zieht der andere Arm zurück. Dann nimmst du deine Arme noch mit. Achte darauf, dass du wirklich jedes Mal das Bein ganz streckst, den Brust oder den Oberkörper aufrichtest, das Brustbein nach oben ist. Was ist dabei wichtig? Schau, dass dein vorderer Fuß vollflächig, das bedeutet an der Ferse, vorne, am Ballen des großen Zehs, und jetzt könnt ihr es wieder gut sehen, am Ballen des kleinen Zehs, also auf 3 Punkten, den Boden berühren und auch belasten. Gerade beim Hochdrücken, streckt die Hüfte, das Gelenk hier, ganz nach oben, Brustbein ist aufgerichtet. Wichtig ist, du hast die Kontrolle über die Bewegung und du passt bitte das Tempo deinem Level an. Blick auf die Fingerspitzen, die Hüfte bleibt stabil. Go again. 8, 7. 2, 3 Meter vor euch auf den Boden schauen. Schultern sind unten hin, Bauchmuskulatur ist angespannt. Etwas mehr Tempo. Atme aus und ein. Tief. Wir erhöhen gleich das Tempo. Wenn du möchtest, komm mit. Ansonsten bleib in dem Tempo. Also wichtig ist mir, dass du die Übung sauber und mit Kontrolle ausführst. Guck nicht so sehr auf dein Tempo. Orientiere dich nicht an der Musik. Hab immer im Kopf meine Coaching Points. Und wenn du die umsetzen kannst, super. Wenn du dann noch den Takt mitgehst, auch super. Ich möchte, dass du sauber und gesund trainierst, nachhaltig und ohne Verletzung aus diesem Training hervorgehst. Deswegen zuerst die saubere Form, 4-mal noch. Ich weiß, langsam wird es warm. 3-mal. 2-mal. 30 Sekunden. Kleiner March-Intervall, Knie kommen etwas höher, Hüfte ganz strecken. Ihr merkt es, auch bei mir, meine Atmung wird auch langsam schneller. Gerade nach oben in Verlängerung der Wirbelsäule. 10-mal. Tief. 9.
Sehr gut. 8. Fühle deine Beine. Guck, dass du die Knie ein bisschen nach außen drückst. 6 Mal. 5. Diese Position, Schulterblätter unten hin, Bauchmuskulatur angespannt. Im Wechsel. Einmal das linke Bein nach vorne. Einmal das rechte. Kurz auf die Zehenspitze tippen. Ja, zur Sicherheit. Bravo. Weiter. Ab. Ab. Die letzten. 8. Heb die Beine hoch. Und wenn das Tempo, was für dich optimal ist, ja, damit du dich optimal formst, mach nicht zu viel und mach nicht zu wenig. Das spürst du dran, wenn du dabei noch ein bisschen reden kannst, aber ein bisschen aus der Puste kommst. So an der Grenze. Das ist perfekt. 15 Sekunden.